und Herren, schönen guten Abend. Es ist mir immer eine Freude, hier einen Vortrag über meine Gedanken geben zu können. Ich schließe diesen Vortrag an das, was ich bei der vorigen Night of Open Knowledge schon begonnen habe, mit dem Publikum zu diskutieren. Machen wir gleich was Interaktives. Wer war denn im letzten Jahr schon dabei? Ich werde natürlich einige Sachen, die für die Gedanken, die wir heute entwickeln wollen, zusammen wichtig sind, nochmal wieder aufgreifen. Das ist ja selbstverständlich. Sehen Sie, so kann man gleich die Zuhörer mit involvieren, indem man einfach mal den Arm sich bewegt. Die kennen alle diese Tricks. Ich habe hier als Einleitung für meinen Vortrag ein Bild mit Menschen gezeigt. Da kann man sich ein bisschen wundern, weil es geht ja eigentlich um KI. Aber ich denke, ich werde gut begründen, warum es, wenn man sich mit KI beschäftigt, eben auch wichtig ist, sich mit Menschen zu beschäftigen. Und ich habe das Thema gewählt heute entlang der aktuellen Diskussion in vielen Medien. Ich werde einige Gedanken mit Ihnen entwickeln. Ich werde auch ein bisschen Zweifel, die ich habe, mit Ihnen einfach diskutieren. Sie dürfen jederzeit meinen Vortrag unterbrechen und eine Frage stellen. Wir haben ja bis 2 Uhr heute Nacht, glaube ich, Zeit. Dann geht, so lange dauert es nicht, keine Sorge. Ja, irgendwann geht das Licht dann aus. Unsere Freunde aus den USA, die großen Firmen, haben eine Technologie entwickelt, die es uns gestattet, aus sprachlichen Eingaben weitere sprachliche Ausgaben zu produzieren. Ich denke, Sie sind damit in Berührung gekommen. Ich werde vielleicht 1-2 Beispiele zeigen, aber ich gehe davon aus, das haben Sie jetzt irgendwie schon aus Presse, Rundfunk und so weiter aufgenommen. Ansonsten habe ich auch Beispiele. Und naja, wenn wir über KI sprechen, die Wissenschaft der künstlichen Intelligenz, dann geht es ja um intelligente Systeme. Und naja, ich würde mal sagen, diese neue Technologie ist schon interessant. Ja, man kann sich auf den Standpunkt stellen, diese intelligenten Systeme, die rücken jetzt näher. Und als ich den Vortrag vorbereitet habe, kamen mir dann doch ein paar Zweifel, sodass ich das mit einem Suffix ergänzt habe oder doch nicht. Weil ich muss ja als Professor noch genügend zu forschen haben. Das müssen Sie verstehen. Also es kann ja nicht alles gelöst sein, nicht? Ja, aber Sie werden schon sehen, warum ich auch Zweifel habe. Lass uns mal beginnen. Wenn wir uns einmal anschauen, dass wir ein System betrachten, wie etwa hier einen humanoiden Roboter, dann ist das eigentlich ein Beispiel für ein System, das gewisse Eingaben verarbeitet, Perzeption betreibt. Dann habe ich das so formuliert, dass da Perzepte irgendwie reingeleitet werden. Dann wird das System Sachen verarbeiten und irgendwie werden dann Aktionen ausgelöst. Er kann irgendwo hinfahren, unser Roboter. Er kann eine Äußerung machen. Das ist auch eine Aktion, denn wenn ich für Sie eine Äußerung mache, dann ist meine Absicht, Ihren Geist zu manipulieren. Ja, doch, ganz genau, ja. Ja, ja, absolut. Ich meine das aber natürlich gut, keine Sorge. Aber also sprachliche Äußerungen sind auch Handlungen, ja, zur Informierung, zur Warnung und so weiter. Und das ist aber eigentlich ein Beispiel. Sie können da auch ein Softwareprogramm sich vorstellen, was aber eigentlich für die KI schon bedeutsam ist, dass wir hier nicht triviale Eingaben haben, also nicht die Temperatur der Umgebung und unser Heizungsthermostat als Controller wird dann das Ventil auf- oder zumachen. Das kann man natürlich auch so verstehen, da geht ein Datum rein und es wird eine Aktion ausgelöst, also die Position des Ventils geändert. Ja, das passt in das Schema, aber das ist natürlich schon zu einfach gestrickt. Denn hier kommt etwas Entscheidendes hinzu. Ich habe hier die Idee, dass man diesem System, und ich möchte auch dafür gleich einen Namen einführen, das System soll ja handeln, handeln lateinisch agere, deswegen heißen diese Systeme eigentlich immer Agenten. Aus dem Englischen Agent ist das nicht unbedingt der Spion. Ich denke, alle können hier sehen, das ist einfach ein System. Wir brauchen einen schöneren Namen als System, weil System ist alles, heißt das Ding also Agent. Und jetzt habe ich die Vorstellung,
dass es kein Heizungsthermostat ist, wo alles fest verdrahtet ist. Es funktioniert super, aber es ist alles fest verdrahtet, sondern ich möchte diesen Agenten Aufgabenbeschreibungen geben und dann hoffe ich, dass er zu meiner Zufriedenheit diese Aufgabe löst. Also zum Beispiel kann ich ihm die Aufgabenbeschreibung verbal übermitteln und er soll dann entsprechend handeln. Da sehen Sie, dass bei den Agenten, die wir in der KI untersuchen, eben nicht alles gleich fest verdrahtet sein soll. Und das, was wir erreichen wollen mit der Aufgabenbeschreibung, wird sich in Aktionen manifestieren, die dann irgendwie die reale Welt oder die Umgebung, wie man auch sagt, manipulieren. Das ist eigentlich eine wichtige Sicht. Und um das dann zu realisieren, können wir hier verschiedene Programme erstellen. Ja, oder wenn Sie das als Prozessor sehen wollen, Programm. Und nun ja, wir müssen die Eingaben in einer gewissen Weise interpretieren und so darstellen, dass das System aus den Aufgabenbeschreibungen dann vielleicht irgendwelche internen Ziele entwickelt, dass es dann die beste Aktion ausrechnet, auswählt, plant, um die Aufgabenbeschreibung zu erfüllen, zur Zufriedenheit, wie sagt man auf Deutsch, des Principals, da weiß ich nun echt kein deutsches Wort für, also das ist der menschliche Auftraggeber im Englischen üblicherweise. Und nun ja, dann muss er vielleicht noch was weiteres ausrechnen, um seine Handlungen auch zu erklären. Nicht, dass der Mensch in der Umgebung dann verwirrt ist, was da eigentlich mit ihm geschieht. Und Sie sehen, dazu brauchen wir irgendwelche Softwaremodulen. Und nun ja, die können wir natürlich zur Entwicklungszeit irgendwie durch Lerntechniken generieren lassen. Wenn wir viele Daten haben, dann lassen wir oben so ein Trainingsprogramm laufen, in der Mitte da, und dann kommt da ein Programm raus, das wir da in unser großes Programm einbauen. Und das kann man natürlich für alle diese Teile machen. Ja, mit Techniken der Programmgenerierung, dieses Stückchen Minisoftware, was dann da reingeht, zu generieren. Und Sie sehen, dann, wenn ich es alles gut gemacht habe, habe ich ein System erstellt, das in irgendeiner Weise Aufgabenbeschreibungen speichern kann, daraus interne Ziele ableiten kann. Und dazu braucht es dann vermutlich bestimmte Modelle. Modelle, wie wir sie in die solchen GPT-Systemen, also solchen großen Sprachmodellen, vielleicht auch durch amerikanische Firmen bereitgestellt werden. Es können aber natürlich auch lokale Modelle sein, die wir selber entwickeln. Und ich denke, jetzt sehen Sie, jetzt möchte man irgendwie die beste Aktion aufrufen. Da braucht man irgend so eine lokale Bewertungsfunktion, um rauszukriegen, ist das was, wenn ich der Roboter bin, ist das, was ich mache, gut. Wenn wir das uns auch noch vorstellen, dann kommen wir eigentlich schon zu einem interessanten Begriff, über den wir alle viel hören, aber eigentlich keiner sagt, was es eigentlich sein soll, nämlich eigentlich diesen Intelligenzbegriff. Und wenn wir das aus dieser Perspektive einmal betrachten, dann ergibt sich viel Sinn daraus, wenn man mal sich überlegt, dass das vielleicht das lokal optimale Handeln sein soll, unter natürlich starken Ressourceneinschränkungen. Ja, man kann da nicht ewig lange rechnen und überlegen, um die beste Aktion auszurechnen. Ja, wenn Sie irgendwo sind und hinter Ihnen ist der Tiger her, dann können Sie nicht irgendwelche wilden Strategien des... Nein, passiert nichts, keine Sorge. Also, dann müssen Sie halt Ihre Aktion schnell auswählen. Ja. Und natürlich müsste man dabei auch einen Bezug nehmen auf unsichere Ziele, weil diese Aufgabenbeschreibung ist natürlich auch zu interpretieren. Ob man es richtig verstanden hat, kann man, und das wissen Sie alle, nicht immer gleich sagen. Also auch das muss der Agent immer hinterfragen. Da hatte ich hier auch das Modul dafür vorgesehen. Und wenn man der Meinung ist, dass man seine Ziele umbauen muss, weil die Aufgabenbeschreibung einen anderen Sinn bekommen hat, dann muss man natürlich irgendwie ein neues Ziel ausrechnen, wenn man den Agenten realisieren will. Und Sie sehen, man kann sich, wenn man ein bisschen sich Mühe gibt, einen Intelligenzbegriff technischer Art schon versuchen zu definieren. Und wenn Sie mit mir diskutieren nächste Woche, kommen Sie alle in mein Büro. Ich sage Ihnen aber nicht, wo das ist, sonst habe ich nichts mehr zu arbeiten. Nein, Sie können gerne Fragen stellen hier in diesem Rahmen und das auch hinterfragen, wenn ich mal versuche, das zu definieren. Aber also man kann sich ja nicht völlig darum drücken, dass man das noch hinterfragen kann, steht außer Frage. Aber das ist so meine technische Definition. Und man kommt damit ganz schön weit.
Also Sie sehen, jetzt habe ich alles vorbereitet und jetzt kann das laufen. Ja? Es kommen die Eingaben hier rein und die Aktionen werden ausgelöst und die Aufgabenbeschreibung ist Teil der Eingabe und muss verarbeitet werden. Ja? Und so läuft das ungefähr. Und eine Aufgabenbeschreibung wäre, halte einen Vortrag bei der Night of Open Knowledge. Die hat mir jemand gegeben. Ja, und dann habe ich sozusagen das angenommen. Wenn ich ein Agent wäre, arbeite ich eigentlich genau so. Und ich beobachte sie ja auch immer. Wie reagieren sie auf meine Äußerungen, auf meine Teilaktionen? Ja, und so weiter. Ich denke, so kann man sich das vorstellen. Wollen wir mal nicht zu tief reingehen, lassen wir mal ein Beispiel angucken. Also stellen wir uns vor, wir haben unseren Roboter, Pepper nennen wir ihn, also nennt ihn auch der Hersteller, jetzt in einem Altenheim platziert und die zuständige Leitung sagt jetzt dem Pepper, deine Aufgabe ist, dich um Frau Müller zu kümmern, die irgendwie da traurig sitzt und eigentlich ganz allein gelassen wird. Und Sie können jetzt sagen, das sollte lieber ein Mensch sich um Frau Müller kümmern, das ist richtig, aber das nützt halt nichts, weil es gibt keine Menschen, die da bezahlt werden können, die sich das diese Aufgabe annehmen. Also wenn man die älteren Herrschaften dann kognitiv fordert, ist das bestimmt nicht falsch. Und die einfachste Sache, das haben Sie gelesen, ist dieser Seehund, den man nur streicheln kann, das hilft schon. Ja, und war Japan. Also einfache Sachen können schon helfen. Und das sind wichtige Dinge im Altenheim. Ich kann da ein Lied von singen, ich kenne mich da ziemlich gut aus. Und naja, das ist die Aufgabenbeschreibung. Die hat er sich jetzt reflektiert, nochmal verbalisiert für Sie, extra für Sie. Und das Ziel intern muss er jetzt daraus ablesen, er soll die kognitiven Fähigkeiten von Frau Müller reaktivieren oder stimulieren oder je nachdem. Und da braucht er natürlich einen Plan, wie er denn das hinkriegt. Ich denke, Sie gehen mit. Das muss jetzt irgendwie realisiert werden. Das ist ja ziemlich, sag mal, High-Level. Ne? Na gut, und wenn wir uns das mal vorstellen, am nächsten Tag bekommt unser System dann eine andere Aufgabenbeschreibung. Du schau mal nach Herrn Meier, der geht immer allein die Treppe runter. Und dann wird unser System, unser Agent sagen, ich entnehme daraus, dass ich Gefahren abwenden soll bezüglich Herrn Meier. Ah, das D muss klein natürlich. Und dann wird man natürlich nicht Herrn Meier mit einem Roboter greifen und von der Treppe wegzerren, sondern da wird man vielleicht dann die Pflegeleitung alarmieren. Also nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Ja? Aber ich denke, Sie sehen jetzt den Punkt. Ich habe Aufgabenbeschreibungen für den Agenten, die können auch wechseln. Das ist also nicht alles fest verdrahtet. Wenn das kann man in dieser Perspektive deuten, aber das ist natürlich eigentlich langweilig, darf ich so nennen. Ja, jetzt sehen Sie ein bisschen, wo die KI hindenkt, gell? Und nun ja, wenn wir jetzt unseren Roboter hier sehen, dann können natürlich in einer Umgebung, in einer realen Welt davon auch mehrere interagieren. Und die sollten nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Und das muss man natürlich vorher arrangieren. Ja, das haben wir ein intelligentes System. Und natürlich können auch in diesem System Menschen dann mit diesen Agenten interagieren. Ein Mensch mit einem Agenten, also Principal nennen die Amerikaner den immer, aber das ist kein schönes Wort, Prinzipal, das passt irgendwie gar nicht. Aber Sie sehen, also da ist der Mensch, für den der Agent dann tätig ist, gell? Und naja, wenn wir dann davon mehrere haben, dann auch ganz wichtig zu verstehen, haben wir einen sozialen Mechanismus, der muss natürlich entworfen, untersucht und bewertet werden. Kann man diesen Roboter im Altenheim einsetzen? Ist es sichergestellt, dass Frau Müller durch den Roboter keine Angst bekommt, dass der Roboter keine schlimmen Assoziationen bei dem Gesprächspartner auslöst und so weiter? Das muss man natürlich bewerten, das müssen Menschen bewerten, die diesen Mechanismus, diesen sozialen Wirkkontext dann auch studieren. Das muss uns klar sein. Und für mich ist immer wichtig, die Wissenschaft der KI, die untersucht auch dieses natürlich genau. Ja, das wird immer weggelassen, wenn man von den Dingen in der Zeitung liest. Aber die Wissenschaft hat das seit 30, 40 Jahren auf dem Schirm, dass man da nicht also die KI kommt nicht über uns, darf ich das so mal sagen. Ja, obwohl manchmal einige versuchen, das genau zu suggerieren. Ja. Na gut, jetzt können wir unser System konfigurieren und dann können wir es laufen lassen. Und
Nun ja, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist die beste Aktion? Die muss jetzt ausgerechnet werden. Ich soll verhindern, dass Herr Müller von der Treppe fällt und dass Frau Meier da sozusagen traurig sitzt. Und naja, dann stellt sich die Frage, ja, wie soll das System das hinkriegen? Das sind ja relativ grobe Beschreibungen des Zielzustandes, wenn ich das so benennen darf. Und dann müssen wir natürlich uns überlegen, wie man da was machen kann. So üblicherweise in der KI, eine lange Tradition, wird das hier durch sogenannte Planungssysteme gelöst. Ja, die sind nicht so langsam wie die Planung von Autobahnen, aber es ist schon aufwendig, so einen Plan zu generieren, gell? Naja, das ist irgendwie so, besorge Milch, Bananen und noch einen Bohrer, könnte jetzt die Aufgabenbeschreibung sein. Und dann stellt sich hier eben die Frage, auf welche kleineren Schritte kann das System das jetzt intern runterbrechen? Genau so ist das. Und naja, dann können Sie sich das auch selber überlegen. Das hat man früher in den KI-Vorlesungen alles so auch vermittelt. Immer noch, ja, immer noch. Nur das ist jetzt im Prinzip so eine ganz einfach zu vermittelnde Idee. Man möchte irgendwie am Ende die Bananen haben und den Bohrer und so weiter. Und dann muss man hier irgendwie die Aktionen alle durchrechnen, wie beim Schachspielen. Ja, ziehst du den, zieht der andere da und ich gehe dahin und so weiter. Also erstmal geht man zum Supermarkt und dann kauft man die Milch und dann kommt weiteres und irgendwann hat man alles. Das ist sozusagen die klassische Sache, dass man sagt, ich erreiche das durch Teilschritte und Aktionen. Und die Aktionen, die muss leider derzeit der Entwickler dem System irgendwie alle deklarieren, sodass das System dann sagen kann, wenn ich zum Supermarkt gehe, dann bin ich da. Und wenn ich da bin, dann kann ich die Milch in den Einkaufswagen legen. Und Sie ahnen schon, das kann man machen für ein Schachspiel, wenn du den Bauern anfasst und den dahin setzt, dann bist du in dem nächsten gültigen Zustand. Das ist aber nicht so einfach erschließbar in der realen Welt. Ja, wo soll das enden, was du da alles machen kannst? Das ist so ein bisschen das Problem, dass man das schon machen kann mit dem Plan, aber nur in sehr eingeschränkten Kontexten. Und da kommen wir wieder in eine Situation, wo wir dann Spiele vielleicht handhaben können, aber nicht irgendwas Interessantes in der realen Welt. Ja, ich will das auch nicht zu sehr vertiefen. Also Sie haben hier dann diese Aktionen, ja, dann geh irgendwo hin und da musst du irgendwo anders sein und hinterher hast du den Effekt, dass man dann, wo du hin bist, bist du und da, wo du warst, bist du nicht mehr. Also wenn Sie das so einfach lesen wollen, da steckt jetzt nicht allzu viel Geist dahinter. Ich will nur sagen, dass Sie da natürlich sozusagen so ein kleines Vokabular sich überlegen und dann haben Sie noch eine Aktion bei, dann ist man im Einkauf, hier im Geschäft und das Geschäft, das verkauft auch tatsächlich diesen Artikel, den ich haben will und dann habe ich ihn. Und würde schon gehen, ja, das ist ein bisschen sperrig, aber ja, aber so ist ja jetzt nur ein kleines Beispiel. Tatsächlich, diese zentralen Ideen, die sind 40 Jahre alt, älter mindestens. Und in den letzten 20 Jahren hat man da unheimlich coole Erfolge erzielt. Allerdings immer in technischen Welten, die man gut vorhersehen kann, wo man diese Operatoren alle, können Hunderte sein, das ist nicht das Thema, aber muss schon alle irgendwie selber überlegen und durchgehen und aufschreiben. Und das ist natürlich sperrig für Dinge, die in der realen Welt passieren sollen. Ja, das ist, wie ich immer sage, sperrig oder zerbrechlich, brittle. Weil wenn ich einen Operator nicht vorgedacht habe, dann kann das System das nicht machen. Sie sehen schon, das ist super, alles ausgefuchst aus Sicht der Informatik, tolle Leistungen, ich bin immer beeindruckt, was die Planungssysteme können. Aber skaliert nicht in die reale Welt. Ja. Da das nicht skaliert, will ich es jetzt auch nicht vertieft erklären. Aber einen kleinen Eindruck haben Sie. So, und wenn man dann irgendwie den Bohrer haben will und die Milch und die Bananen und zu Hause sein will, dann muss man das rückwärts zurückbrechen, dass man die entsprechenden Teilschritte auswählt. Kann man machen. Das ist natürlich eine Kombinatorik, die da eine Rolle spielt. Aber es ist machbar. Nur diese Namen buy und have muss sich jemand ausgedacht haben. Und die Operatoren auch. Und da scheitert natürlich der Einsatz in der realen Welt. Das skaliert nicht. Für technische Anwendung ist das super. Ja, das muss man auch mal sagen. Das ist nicht schlecht, aber ja, es ist nicht breit genug nutzbar. Okay, wenn wir das mal nehmen, dann
möchte ich noch darauf hinweisen, dass diese Planerei, die ist schon irgendwie langsam. Ja, irgendwann muss ich zum Geschäft gehen und muss ich da irgendwie was machen und so weiter. Ja, Sie ahnen schon, naja, wenn Sie einkaufen wollen, bewusst grübeln Sie diese Sachen selber vermutlich nicht durch. Aber was in unserem Kopf passiert, das wissen wir ja nicht. Aber ich würde mal sagen, bewusst denken Sie das nicht durch. Sie wissen einfach, was Sie machen müssen. Ich denke, das ist natürlich auch lange bekannt, ja. Wenn Sie das Buch gelesen haben, da gibt es irgendwie zwei Systeme in der Psychologie, das schnelle Denken und das langsame Denken. Und Sie ahnen schon, diese Idee mit dem Planen, das ist das langsame Denken. Das funktioniert super, tolle Erfolge in der Forschung. Ja, kann man richtig auch technische Systeme gut mitmachen. Also plane mir eine ordentliche hier Aufzugssteuerung für 500 Stockwerke mit 27 Fahrstühlen und so weiter. Das können die Systeme alle. Das braucht man nicht von Hand zu machen. Aber es gibt auch das schnelle Denken. Das ist übrigens ein Buch über Menschen, das jeder KI-Forscher gelesen haben sollte. Da merken wir, dass sich die KI eigentlich mit den Menschen beschäftigt und mit Systemen, die den Menschen etwas Gutes tun. Das wird häufig vergessen. Die Informatik übrigens auch, aber das wird noch häufiger vergessen. Wenn wir das mal so nehmen, dann möchte ich Ihnen nahebringen, was eigentlich das schnelle Denken bedeutet. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem Raum, da sind Höhlen und da sind Sie als Agent. Und Sie wollen jetzt gerne in eine Höhle kommen, wo Sie irgendwie Gold finden oder Ihre Batterien aufladen können. Und dann können Sie natürlich, Sie sind in 3-2, Operationen ausführen. Sie können nach oben gehen, Sie können nach rechts gehen und Sie können nach links gehen. Nach links können Sie gerne gehen, aber da klatschen Sie an die Wand, das sei jetzt hier mal ein Hindernis. Und nun ist es so, dass Sie natürlich ausprobieren können, wie kommen Sie dahin. Und nun ahnen Sie es schon, einen Schritt zu machen kostet Strom, also würden wir das natürlich so arrangieren, dass man nicht beliebig viele Schritte machen kann, das ist dann nicht schlau. Wenn Sie sich das einfach so vorstellen, dann haben wir sozusagen das Problem, dass ich eigentlich da nicht rumrechnen will, wenn ich den nächsten kleinen inkrementellen Fortbewegungsschritt machen will. Das ist keine schlaue Idee. Wie langsam soll denn das sein? Wie viel Strom soll denn das hier kosten? Was wir brauchen, ist ein schnelles System. Und natürlich ist das in der KI auch seit 50 Jahren erforscht. Ja, man möchte einfach sozusagen diesen Agenten irgendwo hinbringen. Und Sie können hier sagen, ich kann von 3-2 auf 3-3 gehen mit dem Schritt hoch. Und dann könnte ich nach rechts gehen. Wo ist das hier? 4-3 nach rechts gehen. Ne? Und dann bin ich da. Allerdings muss man die Realität schon etwas besser abbilden. Diese geplanten Aktionen, die erreichen nicht immer ihr Ziel. Das ist zu unrealistisch. Ja, wenn Sie als Roboter sagen, ich muss einen Schritt nach vorne gehen, dann kann es sein, dass das da nass ist oder ölig und dann ist nach vorne irgendwo nach rechts gehen. Und das muss man auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit modellieren, dass die vorgesehenen Aktionen ihr Ziel nicht immer erreichen. Und jetzt ahnen Sie, warum das wichtig ist. Wenn man das nämlich so machen würde, dann ist die Sache ja durch. Geh nach oben, geh nach rechts, danke, bitte, gerne, tschüss. Aber wenn die Aktionen nicht unbedingt erfolgreich sind, dann ahnen Sie schon, hängt ein bisschen von den Zahlenwerten der Belohnung. Und hier ist sozusagen der Sandbunker, wo der Roboter reinfährt und nicht wieder wegkommt. Und irgendwann sind seine Batterien leer. Deswegen hier -1 als Belohnung, wenn Sie das so wollen. Oder Utility, wie man auch sagen. Dann ahnen Sie schon, wenn man das jetzt durchrechnet, auch das möchte ich Ihnen nicht im Kleinen sagen, bei einem Zustandsraum, was soll man machen, in welchem Zustand? Das kann man a priori sozusagen alles durchjackeln und dann stellt man fest, wenn man hier ist, geht man einfach hoch, aber wenn man hier ist, geht man nicht den kürzesten Weg, sondern die beste Aktion hier ist, weil die Gefahr besteht, dass man in den Sandbunker läuft, einfach hier rum. Und das ist völlig gefahrlos. Hängt ein bisschen von den Zahlenwerten ab natürlich, aber Sie können sich das zusammenreimen. Das ist seit 50 Jahren klar. Das ist ein Markov-Decision-Problem. Markov war ein Forscher, der sich über Unsicherheiten Gedanken gemacht hat. Und unsere Aktionen erreichen ihr Ziel nicht mit absoluter Sicherheit. Und deswegen heißt das Ding so. Und da rauskommt eine sogenannte Strategie, English Policy,
ich weiß nicht, es ist im Deutschen immer mal nicht so einfach. Da steht einfach drin, bist du in welchem Zustand, was machst du? Zustände sind ja hier unsere Höhlen, unsere Koordinaten der Felder. Und dann weiß man, als derjenige, der die Policy benutzt, in welchem Zustand bin ich, was soll ich machen? Und Sie sehen, das ist das Pendant zu dem Kahnemannschen schnellen Denken. Und das ist natürlich ganz abstrakt und super ruppig, ja. Aber im Prinzip ist das in der KI seit 50 Jahren bekannt. Und Verfahren, diese Policy auszurechnen, sind auch bekannt. Leider sind die rechenaufwendig. Das ahnen Sie schon. Alles, was interessant ist in der Informatik, ist rechenaufwendig. Oder KI. Nun, wenn wir das aber mal nehmen, dann habe ich die beste Policy bezüglich unserer Werteberechnung vorher ausgerechnet und dann kann ich die benutzen. Und dann habe ich, wenn Sie so wollen, ich blätter mal ein bisschen schneller durch, das muss ich noch erklären, sozusagen eine Lösung für den Markov Decision Process. Und das ist eine grundsätzliche Idee. Ich rechne das vorher aus, was das Beste sein wird in einem gewissen Zustand. Sind Sie bei mir alle? Ja, also planen ja, aber nur, wenn du eigentlich nicht weißt, was du tun musst. Sind Sie alle da? Ja. Ne? Ich rechne doch nicht jedes Mal da ewig lange rum. Ja? Wenn ich weiß, was ich da mache, ja, dann mache ich das. Zum Beispiel, wenn ich eine Vorlesung halte, dann weiß ich, ich muss immer mal Leute angucken und ansprechen. Das hat sich bewährt. Dann freuen die sich auch. Und, ja, ich weiß, was ich machen muss, wenn ich eine Vorlesung halte. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und ich benutze auch absichtlich einen physikalischen Pointer, ja, damit Sie nicht da, wo ist er jetzt? Aber ich habe zur Sicherheit, wenn ich oben nicht ankomme, hier auch einen Laserpointer bekommen. Ernsthaft? Diese Lösung kann man ausrechnen. Sie sind ein bisschen kombinatorisch zu bestimmen, braucht Rechenzeit. Wird man also zur Entwicklungszeit des Agenten einmal machen, ja, und dann hast du das und dann kannst du ihn benutzen. Sind Sie alle bei mir? Diese kleinen Module da reingeklickt, haben Sie noch im Blick, ne? Und dann läuft das Ding. Tatsächlich gibt es ganz viele unterschiedliche Wege, diesen Markov-Entscheidungsprozess, Markov-Decision-Process zu beschreiben. Wir führen hier an der Uni Projekte durch, vom Land gefördert, mit dem UKSH und auch mit Firmen, um vielleicht jetzt hier einmal die Policy für einen Arzt technisch auszurechnen. Ja? Und einige der Projektmitarbeiter sitzen auch hier. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil wenn man das, wir brauchen jetzt hier gar nicht so tief reinzugucken, wenn man das Modell aufstellt, dann fragt man die Ärzte, ja, was gibt es denn für Fehler? Und dann, ja, dann sagt er, ja, da gibt es Zerstörung der Schrankenfunktion, der Alveolarwand, und das hat dann zur Folge, dass man zu viel intraalveoläre Flüssigkeit hat und dann gibt es Lungenödem und dann wird das immer schlimmer. Und das kann man jetzt informatisch beschreiben, da gibt es dann irgendwie Variablen, die sich beeinflussen. Wenn diese wächst, dann fällt diese und können sich alles vorstellen. Das kann man modellieren und wir haben uns da mal Gedanken gemacht und dann haben wir gesehen, das Ding kann man deuten als Markov Decision Process. Das heißt, man rechnet vorher aus. Habe ich das hier irgendwo dargestellt? Ja. Was ist der Zustand? Der Zustand ist der Wert aller Variablen und am Anfang, Philipp kommt zu mir in die Sprechzeit, ich bin der Doktorroboter, ja, da weiß ich über ihn nichts. Und dann sage ich, alle Werte sind möglich. Jede Variable kann alle drei Werte haben, zu klein, normal, zu hoch. Und dann frage ich Philipp, wie geht's dir denn? Und mache ich noch ein paar Tests, Labor. Und dann ist ja die Idee, dass man die Unsicherheit einschränkt. Das heißt, man will weniger mögliche Werte haben. Ja? Und tatsächlich kann man dann, wenn man richtig lange überlegt, aus diesem Modell einen Markov Decision Process bauen. Den kann man lösen und dann weiß man, was der Doktor tut. Wenn wir dann einen Doktor brauchen, der sich Gedanken macht um Lungenödem, intraalveoläre Flüssigkeit und Schrankenfunktion. Wenn ein Doktor nur das könnte, das war ja jetzt ein bisschen akademisches Denken, wie man das modellieren könnte, dann würde Philipp wahrscheinlich da nicht hingehen, weil das ist also schon sehr, sehr eingeschränkt, ja, sehr, sehr zerbrechliches Wissen. Also, aber man kann das schon tun. Und
tiefer brauchen Sie es auch nicht zu eruieren. Also das ist, was ich als Modell dem System mitgebe. Die Bedeutung ist dieser Markov Decision Process und ich kann dann sagen, was musst du tun, in welchem Zustand. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Und wenn wir das hier einbauen würden, dann sind wir in der Situation, dass unser Doktoragent jetzt hier läuft und der muss jetzt sich überlegen, ja, ist der Zustand so, dass ich weiß, was ich tun soll, oder muss ich jetzt mal nachdenken? Und diese Policy, die muss ja nicht total definiert sein. Nicht für jeden Zustand muss man schon wissen, was man tun soll. Sind Sie alle bei mir? Das ist ein bisschen zu viel verlangt. Weil in der Realität gibt es so viele Zustände, das kannst du nie alles vorher bedenken. Ja? Da gibt es also Dinge geben, das hat noch nie ein Mensch zuvor gesehen. Ja? Da muss das System in gewisser Weise planen anfangen, grübeln. Gucken Sie auch mal gern Visite, diese Krankheiten, wo man da von Pontius bis Pilatus geschickt wird und keiner wusste, was zu tun ist. Ich gucke das immer wieder gern. Am Ende kriegen Sie es immer raus. Ist ja gut, Happy End, ja, wie beim guten Film. Ja, also Paletti, passt. Sonst würde ich das nicht gucken. Ja, und in dem Moment, wo man plant, ist das System scheiße langsam. Und wenn es die Policy benutzt, dann braucht nichts zu tun. Dann nur Zustand feststellen. Ja, also muss nur das Ding gut funktionieren und dann geht's ab für eine Mark. Und dann kommt man wieder in ein Fahrwasser, wo sich das System nicht auskennt. Da muss man wieder ein bisschen grübeln. Sind Sie bei mir? Ja, und ja, irgendwann geht man wieder Gas. Und das ist so ein ganz gutes Bild auf das, was in so einem Roboter passiert oder auch in einem Software-System, in einem Agenten halt. Ich denke, da kann ich Sie mit überzeugen. Aber wir sehen natürlich, dass wenn wir das Modell von Hand aufschreiben, ist alles super für industrielle Anwendungen. Fehlerdiagnose bei Ihrem neuen Golf. Ja, das ist vielleicht schon nicht mehr so einfach, das alles aufzuschreiben. Wird aber tatsächlich gemacht. Genau nach diesem Schema, ja. Könnte man also sozusagen den Werkstatt, das Handbuch erzeugen. Was machst du wann? Also, die Fehlerdiagnose für diese Uhr, die kriegt man schon mal hin. Also, geht nicht mehr, der Knopf ist rausgezogen und dann hängt's und so weiter, gell? Oder die stimmt nicht, dann muss ich Knopf rausziehen und drehen und so. Können Sie alles, Sie haben also Fehler drin und Aktionen, wie Sie die Fehler wegkriegen. Und für eine Uhr wird's hinkommen, ne? Nur für den Menschen nicht, weil das können wir nicht erwarten. Aber trotzdem, ich meine, wenn wir jetzt in der realen Welt jetzt nicht den Arzt nehmen, sondern unseren Pepper, der jetzt auf Frau Müller und Herrn Meier aufpassen soll, dann sollten wir doch irgendwie überlegen, ob man es nicht hinkriegen kann. Ja? Und naja, merken Sie schon, diese Systeme sind im Allgemeinen zerbrechlich, brittle. Sie können was, sie können gut und außerhalb ihres Kompetenzbereichs können sie nichts. Das ist das Charakteristikum, das wir vielfach gesehen haben. Und natürlich hat man da sehr früh gegen angearbeitet. Ja, die Firma DeepMind hat sich Gedanken gemacht, ob man das Schachspielen nicht viel schlauer hinkriegen kann als durch viel Programmierung. So, ich habe das beim letzten Mal schon erzählt, deswegen hier nur relativ kurz, wo ich die Bewertungen für meine Stellungen selber programmiere. Springer am Rand, eine Schand, -4. Ja? Bauern sollte ich immer in die Mitte kriegen, habe ich Kontrolle, +2. Springer entwickeln, +3. Also Sie können sich das so vorstellen. Das kann ich ja gerne mir so überlegen. Ja, das kann ich hinkriegen. Da werde ich ein gutes Schachprogramm bauen. Dann muss ich noch die Züge durcheinander checken. Ja, erst ziehe ich, dann zieht mein Gegner, ziehe ich, zieht mein Gegner. Mein Gegner zieht natürlich immer so, dass für mich schlecht ist. Klar, das muss ich ja einrechnen. Und da würde so laufen. So spielen sie alle Schach, wenn sie Schach spielen. Naja, das hat man ja auch gut untersucht. Da hat man also um die 2016 mit viel Person Power sozusagen statt Schach einmal Go ist man angegangen. Und beim Go war das nicht so einfach mit dieser Bewertungsfunktion. Also angegangen ist man es schon 2014, aber rausgekriegt hat man 2016. Aber das ist auch schon bummelig ein paar Tage her. Und ich meine, das, was man für Schach noch gerade so hingemokelt hat, hat für Go nicht so richtig funktioniert. Dieses Vordenken, dieses menschliche Definieren der Bewertungsfunktion, das war nicht so einfach. Und naja,
Das war viel Rumprogrammierung, aber immerhin hat es einen schönen Artikel gebracht, 2016, die Menschen waren beeindruckt, dass man plötzlich den Go-Großmeister schlagen konnte. Aber dann haben die Leute gesagt, aber das ist eigentlich nicht interessant, was wir da gebaut haben. Das haben sie nicht so laut gesagt, aber schon gefühlt. Denn wenn du das so hinprogrammierst mit viel Trickserei, ja, das ist ja wieder zerbrechlich. Dann haben die DeepMind-Leute gesagt, Mensch, können wir das nicht so hinkriegen, dass wir nicht so viel Anwendungswissen da irgendwie reinsetzen oder möglicherweise Spielsituationen, die ich auch noch mühsam zusammensuchen muss, alte Spiele und so. Reicht es nicht, vielleicht nur die Regeln aufzuschreiben und das System einfach spielen zu lassen und sich so von der Kompetenz selbst hochzuziehen, wenn sie so wollen? Das hat die Menschen beeindruckt, dass sie das hingekriegt haben. Hat gar nicht lange gedauert. 2017 der nächste schicke Artikel. Da hat die Menschen so beeindruckt, dass sie das Unwort des Jahres erfunden haben. Des Jahres 2017, 2018, 2019, 2020 und so weiter. Das ist das Wort selbstlernend. Ja, selbstlernende KI. Ja, das ist ein ganz merkwürdiger Begriff. Ich kann Ihnen auch erläutern, was da passiert. Ich habe auch nicht zu viel Zeit drauf verwenden. Dann hat man natürlich, wenn man das mit Go nur bei den Regeln hinkriegt, dann kann man es auch für Schach und Shogi. Shogi kann ich jetzt nicht, aber Schach. Aber das ist dann egal. Ja. Und irgendwann haben sie dann gemerkt, ja, bei den Daddelspielen, ja, Asteroids, da ist das mit den Regeln gar nicht so einfach. Wie willst du denn sagen, du darfst jetzt hier die Taste drücken, wenn die Pixel rot sind und da ein Pixel sich nach unten bewegt und dein Raumschiff ist hier. Willst du das in Regeln gießen? Vergiss das. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst das System daddeln lassen und hoffen, dass es eine Daddelstrategie kriegt und gewinnt. Und das wurde natürlich auch gemacht. Weil wir müssen einsehen, dass wir nicht alles so in schicke Regeln gießen können. Das muss man schon einsehen. Das ist eben ein Irrglaube. Ja? Ich will da auch nicht zu tief reingehen. Ich mache das immer wieder gerne in der Vorlesung und tiefer. Ich meine, die Idee ist, dass wir dem System einfach eine Rückkopplung geben, also weitere Informationen, ob es am Ende gewonnen hat oder nicht. Und wenn es dann eine Strategie nutzt und immer verliert, dann ist die zentrale Idee, dann variiere doch die Strategie der nächsten Zugauswahl ein wenig, sodass du dann ein bisschen besser spielst. Und dann machen sie das so, dass sie diese Programme gegen andere Schachprogramme laufen lassen. Und wenn sie die Strategie so variieren, dass er immer einen Tick besser spielt, vielleicht ist er manchmal einen Tick schlechter wieder und dann aber noch besser, ne? Dann können sie etwas herangenerieren, das einfach saugut Schach spielt. Das habe ich sehr knapp ausgedrückt. Ich habe ja gesagt, das System spielt gegen andere Programme. Ja? Nun können Sie natürlich auch sagen, dass Sie das Programm einfach kopieren. Statt Schach nennen Sie es Schach.exe, nennen Sie es Schach1.exe. Und dann lassen Sie das gleiche Programm gegen sich selber spielen. Aber das ist eigentlich scheißegal, sehen Sie, was ich meine. Dann würde dieser Begriff selbstlernend irgendwie Sinn machen, aber eigentlich auch nicht, weil es ein anderes Schachprogramm ist. Wenn der kann gar nicht gegen sich selber spielen, der braucht noch ein Schachprogramm, sehen Sie, was ich meine. Also selbstlernen ist das Unwort der KI der letzten 10 Jahre. Aber ich darf das sagen, weil es einfach irgendwie hohl ist. Also, Sie haben so einen Eindruck. Aber trotzdem, bei all diesen Rückkopplungssachen, Reinforcement, wie man im Denglisch sagt, haben wir ein bisschen gegen diese Zerbrechlichkeit getan. Mit der gleichen Idee können diese Systeme Go, Schach, Shogi, mehr oder weniger auch hier Daddelspiele lernen. Also schon ein Tick weniger Zerbrechlichkeit. Sie sehen den Punkt, ja? Ja, und bei den Daddelspielen kann ich noch nicht mal die Regeln aufschreiben. Das ist sozusagen, kannst du nicht verbalisieren. Aber natürlich ist es immer noch ein formales System. Es ist ein Schachspiel, ein Spiel, wo man feste Züge hat oder drückst du auf den Knopf oder so, ja? Daddel. Einige Tastaturen zu meiner Dissertationszeit sind kaputt gegangen, weil da dieses Spiel Hyper Olympics rauskam. Dann alle Shift-Tasten rausgefallen irgendwann. Ja, aber ernsthaft.
Das, was DeepMind da gemacht hat, das ist richtig cool. Man hat sich überlegt, wie du diese scheiß Zerbrechlichkeit wegkriegen kannst. Ja? Aber naja, das ist Schach, das ist Asteroids, das ist immer noch nicht die reale Welt. Wie kommen wir denn jetzt von den scheiß Spielen zur realen Welt? Wie können wir Agenten schaffen, die in der realen Welt handeln bzw. planen können? Ich muss das vorlesen, sonst ist es ja keine Vorlesung. Naja, da müssen wir noch mehr gegen diese Zerbrechlichkeit ankommen. Und wenn Sie so wollen, wenn Sie auf das hohle Bohrer, Milch und Bier, dann müsste ich es irgendwie schaffen, diese Planoperatoren, die der Agent noch nicht hat, als Agent automatisch irgendwo herzubekommen. Dann könnte ich immer noch diesen Ansatz machen, dass ich das dann durchplane, wenn ich die Operatoren mir irgendwo her besorge. Ne? Das würde schon gehen, nur woher? Und jetzt ahnen Sie schon, jetzt komme ich zum Thema. Nämlich, da kam dann vor, weiß nicht, bummelig 5 Jahren eine neue Idee auf. Können wir nicht Sprache einfach als Grundlage für diese Handlungsplanung nehmen? Und jetzt sehen Sie auch, warum ich das so umfangreich eingeführt habe. Wir müssen das klar vor Augen haben. Unser Agent hat Perzepte, um die Situation zu erfassen. Möglicherweise ist er sich gar nicht sicher, wie viele Leute in dem Raum sitzen, wenn ich jetzt der Agent bin. Aber es ist auch nicht wichtig für sein Handeln, weil Sie kriegen es ja alle zu hören. Das muss ich gar nicht wissen. Aber ein bisschen was muss ich wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Philipp anspreche. Dann muss ich ihn wiedererkennen und irgendwie ansprechen. Und naja, ist schon klar. Und jetzt war natürlich die Idee, kann man das sprachbasiert machen? Und da kommen jetzt unsere großen Sprachmodelle tatsächlich ins Spiel. Ja? Das ist ernsthaft. Da kann man jetzt sich sagen, wie koche ich denn eine Tomatensuppe? Ja, da holst du dir Tomaten und China-Zwiebeln und hast du nicht gehört, ja, holst du alles und dann musst du die Tomaten von der Schale befreien, dazu musst du den kochendes Wasser tun, dann musst du den Herd anschalten und den Wasser und so bla 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 bla. Und das ist doch genau die Anwendung von diesen Sprachmodellen, die wir alle schon gesehen haben, ja. Wie koche ich Tomatensuppe? Also bei Tomatensuppe benutze ich diese Modelle nicht, aber wenn ich irgendwas Komplizierteres machen würde, dann vielleicht. Bei Tomatensuppe gehe ich natürlich in den Supermarkt und hole mir eine Dose. Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber das ist doch, die Idee liegt doch jetzt richtig nahe und da sind natürlich die Menschen auch drauf gekommen. Ne? Und naja, die kennen diese Sprachmodelle. Zero Shot ist ja so der Begriff für, kann das System direkt? Aber wir wissen auch, dass diese Systeme von Beispielen profitieren können, wenn man dem System sagt, Tomatensuppe weiß ich, die kocht man so und so und so, aber was ist denn mit Kürbissuppe? Dann ist sozusagen Few-Shot oder One-Shot, wenn Sie so wollen. Dann kann das System von der Beschreibung der Tomatensuppe generalisieren auf die Kürbissuppe. Das einzige Problem ist, die Kürbisse sind ein bisschen größer, ja, und da braucht man auch nicht so viele von. Also ist schon was zu tun, so ist das nicht. Kannst du nicht einfach Tomate durch Kürbis ersetzen. Aber ernsthaft, also man kann Beispiele geben, die das System dann schon in relativ cooler Weise extrapolieren kann. Ob es jetzt mit Tomaten- und Kürbissuppe funktioniert, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber es ist ein schönes Beispiel. Hoffe ich. Ja, dann lass uns mal gucken. Dann, ja, holst du dir ein Paper, zum Beispiel dieses, ja. Das sind alles Deutsche, die das sich ausgedacht haben und erfunden haben, sehen Sie ja. Na, leider nicht, ja. Ja, muss man schon sagen, ja. Ja, Hochachtung, ja. Naja, gut, also wir können uns das immerhin noch erarbeiten. Und jetzt weiß ich nicht genau, ob tatsächlich alle sich schon mit diesen Sprachmodellen so weit beschäftigt haben, dass sie mal was eingegeben haben. Deswegen habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht, ein Large Language Model in Aktion. Da habe ich gedacht,
Meine Dissertation kam ja raus 1996 und die Papers dazu so 92, 93, 94 bis 96. Und dann habe ich gedacht, frage ich mal perplexity.ai, explain the central idea of the Hemvist system by Ralph Müller. Und das ist erstaunlich, also bummelig 30 Jahre alte Paper, das kann er, ja. Central idea of the system, generate an interface from an action-oriented point of view, also das stimmt. Also wenn Sie das jetzt nicht glauben, dann müssen Sie jetzt auf den Webserver gehen, meine Diss runterladen und das prüfen. Das ist ja klar. Also glauben Sie es lieber. Das war jetzt nicht geplant. Das, ja, natürlich hat er das Akronym, die Übersetzung hat er sich ausgedacht. Das ist natürlich Mumpitz. Wie immer, wissen wir ja, da wird einfach irgendwas halluziniert. Ja, das interessanterweise, wenn man da noch ein bisschen weiter nachfragt, what is the Hemvist system, dann kann er das plötzlich. Hamburg Visualization System. Ja, ist cool. Ja, das ist schon bemerkenswert. Ja, ja, gut, hat er auch gemerkt, dass ich nicht begeistert war. Habe sicherlich meine Kamera aktiviert und ich habe nicht begeistert geguckt. Na, hoffen wir mal, dass das nicht so war. Tatsächlich erklärt das System dann in der typischen Manier, das geht noch so weiter, eigentlich die Ideen ganz gut. Ich war nicht ganz überrascht. Und ja, man muss immer das Wort Hemvist nehmen, weil sonst hat er allen möglichen Mumpitz, den er da anzeigt. Und ja, hier wird so das auch erklärt. Und naja, das Ganze, das haben wir jetzt in einem Experiment auch mal gemacht. Wir haben hier Perplexity AI, das ist so ein GPT-alike System. Da haben wir in dem MCA-Projekt, Philipp war dabei, Malte war dabei, andere auch, nee, Benedikt nicht. Vielleicht habe ich jetzt jemanden hier nicht gesehen. Ja, haben wir ja unser Modell zur Diagnose aufgestellt und dann haben wir sozusagen daraus ein eigenes Sprachmodell trainiert. Noch schlauer, als wir das damals gemacht haben, mittlerweile. Also ein eigenes Sprachmodell. Dauert 12 Stunden, ist GPT-2, 1,7 Billionen Parameter. Kriegst du in 12 Stunden durchgeknattert auf so einem Hochleistungsäumel, den wir hier sogar haben. Und dann kann man tatsächlich wie bei WhatsApp hier Fragen stellen. Und dann kommt hier auch die Antwort. Und das, was hier schick war, ist, dass das System versucht, die Quellen zu benennen. Das haben wir umgesetzt hier noch, glaube ich, ein bisschen schicker, indem wir hier zu den Antworten die relevanten Modellteile ausrechnen. Und die Trainingsdaten sind tatsächlich auch aus dem eingegebenen Modell erstellt worden. Wollte ich nur mal sagen, wir machen hier in Lübeck also auch aktive Sprachsystemforschung und trainieren auch eigene Sprachmodelle. 1,7 Billionen Parameter, also Milliarden im Deutschen, Billions im Englischen, Milliarden müsste ich sagen. Ja, das ist okay, kostet wieder 5 Euro Strom für 12 Stunden, 50 Euro, ja, für 12 Stunden GPU-Rechner. Aber kriegst hin. Das Ding kann natürlich nicht jetzt über Gott und die Welt reden, aber über diesen kleinen Weltausschnitt deutlich weniger zerbrechlich als unser Modell, weil es ist eine allgemeine Sprachkompetenz da reingemischt worden. Aber irgendwann bricht auch das natürlich weg. Aber immerhin, das wollte ich mal loswerden. Ja, MCA heißt das Projekt, Medical Cause and Effect Analysis Language Model. Und Sie wissen ja, in der formalen Modellierung haben eigentlich immer diese Namen gar nichts zu sagen. Die könnte man alle durch neue Namen ersetzen und das Modell würde das Gleiche tun. Das ist ein uraltes Problem in der KI, das Simple Grounding Problem. Wenn wir das mit Sprache kombinieren, dann ist das nicht mehr so, dass ich das umbenennen kann. Also arbeiten wir wirklich an Grundlagen der KI. Das wird auch weiterentwickelt tatsächlich. Da sind wir immer noch dran. Kommen wir mal wieder zurück auf mein Beispiel von Perplexity AI. Jetzt frage ich nach Schritten. Ich möchte das, was Sie jetzt hier sehen, jetzt in den Agenten einbauen. Der Agent müsste, wenn er nicht weiß, was er machen soll, sich jetzt einen Prompt generieren, an dieses System schicken. Technisch ist kein Ding, das machst du vorm Frühstück, das ist nicht das Problem. Ja, dann kommt jetzt hier nicht ausgedruckt die Schrittfolge zurück,
sondern dann kommt der von dem System diese Zeichenkette und dann muss das System diese Zeichenkette analysieren und dann haben wir neue Planoperatoren. Willst du das, machst du das, machst du das, machst du das, machst du das. Und das können wir im Prinzip uns vorstellen mit GPT-4 jetzt. Also nicht nur für einen eingeschränkten Bereich, weit weniger zerbrechlich. Und was habe ich hier gemacht? What are the steps to write a master thesis on avoiding hallucinations in generative AI models? Oh ja, dann sagt er, musst du das Problem verstehen, Literatur und dann musst du die und so weiter. Also im Prinzip ist nicht falsch. Nun ist es vermutlich so, dass die einzelnen Schritte immer noch zu grob sind. Nun, wenn man das eingelesen hat, die einzelnen Schritte zur Verarbeitung reingegeben hat, dann kann man ja das in erneuter Weise gleich wieder machen. Wie mache ich denn eine Literaturrecherche? Und dann wird mir ChatGPT oder GPT-4 sagen, was zu tun ist. Und Sie sehen, mit diesen Sprachmodellen könnte man sich schon für eine bestimmte Situation neue Planoperatoren als Agent, der was lösen muss, schnell herholen. Ich glaube, die Idee hätte ich auch gerne gehabt. War ich zu langsam. Das finde ich irgendwie cool. Ja, ob das denn alles so wirklich so, alles so wasserdicht ist. Aber also die Idee ist echt cool. Ja? Weil ja, selber alles hinschreiben, das kann ja keiner bezahlen. Und wenn, dann nur für kleine Anwendungen. Ja? Aber nicht für Frau Müller und Herrn Meier im Altenheim. No way, ja? Kriegst nicht hin. Aber ernsthaft wieder, die Idee haben Sie alle verstanden, hoffe ich. Ja? Holst du dir deine Planoperatoren, deine Zerlegung deiner komplexen Aufgaben vom GPT-System? Ja, musst du das einlesen und verarbeiten, aber das sollte man hinkriegen. Dann kannst du mal was machen. Also ich habe ja immer ein paar Maläschen mit meinem alten Auto. How can I replace the blower motor in my Mercedes W220? Das quietscht gerade das Ding, so fiel mir ein, dass das ja ein sinnvolles Beispiel ist. Also den Blower-Motor habe ich schon bestellt bei eBay. Ich weiß halt nicht, wie man das einbaut. Und was machen Sie, wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihr altes Auto reparieren? Sie schauen halt bei YouTube nach oder hier bei Perplexity AI und dann steht da, was Sie machen sollen. Und das ist gar nicht blöd, was er da ausdruckt. Ja? Und Sie ahnen es schon, heute sind da Links drin zu YouTube-Videos. Ja? Ja, ich glaube, ich muss dann doch wieder 100 Euro in die Hand nehmen, weil ich habe immer keine Zeit, diese Schritte durchzuführen. Aber im Prinzip könnte ich. Jetzt könnte man natürlich auch, wenn man einen Schaden hat, mit dem neuen System GPT-4V, können Sie ab sofort benutzen, auch Bilder eingeben. Ja, ich möchte das hier nur kurz illustrieren, damit Sie die Kapazität sehen. Frau Müller im Altenheim mit einem Foto versehen, kommt jetzt damit dazu. Und GPT-4 kann diese Bilder jetzt mit verarbeiten. Was mache ich in einer solchen Situation? Ich habe es hier natürlich nicht gefunden, aber Sie können sich das vorstellen. How much did I pay for my tax? Where is the information? Und dann wird das hier entsprechend richtig beschrieben. Und das sind natürlich Beispiele, die funktionieren, weil die kommen aus diesem großen Paper, 156 Seiten. 156 Seiten! Alles cool. Ja, muss man einfach sagen. Das ist schon beeindruckend. Und wir können das hier richtig gut nutzen. Ja? Viele weitere Beispiele. Ich habe hier nur sozusagen, also wenn Sie diese Handlungsplanung mit diesen Sprachmodellen machen wollen, und diese Idee haben Sie jetzt alle, gründen Sie sofort ein Start-up. Heute Abend noch. Rechtsanwalt anrufen, ja, Start-up, um diesen Pepper in Gang zu kriegen für die Altenheimbetreuung. Ja, das ist eine Marktlücke. Leider hat das schon mein Mitarbeiter Thomas Sievers, der immer in den Nachrichten zu sehen ist als Start-up-Modell. Aber das Potenzial sehen auch alle. Ich kann auch dem System Bilder geben und die werden bei der Aufgabenzerlegungsbeschreibung berücksichtigt. Das ist jetzt auch beschrieben in einem Paper, das nicht viel kürzer ist. Das ist auch alles Deutsche, sehen Sie ja, die das da alles entwickelt haben. Nicht?
Sie können da was beschreiben, gib mir die Daten von dem Personalausweisbild und dann kriegst du das hier in einer Datenstruktur. Kannst du gleich weiterverarbeiten. Das ist alles kein Ding, sehen Sie, was ich meine. Also wenn unser Agent diese Möglichkeiten nutzt, ja, er hat da irgendwie was auf seinem visuellen Kanal, kann er das sofort von dem System in Datenstrukturen gießen und jeder von uns weiß, das kannst du jetzt irgendwie mit Programmchen weiterverarbeiten. Das ist direkt greifbar. Ja, das sind keine Flausen. Ja, da brauchst du keine fiese Matenten machen. Das kannst du sofort in deine Software einbauen. Und deswegen ist es natürlich cool für ganz viele Leute. Sie können da auch Dinge zählen. Da sind 12 Äpfel drauf. Ja, fast. Also, naja, aber die Größenordnung stimmt. Naja, habe ich extra eingebaut natürlich. Ja, gut. Also, ich wollte hier noch sagen. Und Sie kennen ja das magische Wort des Prompt Engineering. Let's do it step by step. Und dann sagt Ihnen das System, wie die Einzelschritte aussehen. Schon wieder ein neuer Planoperator, Retrieval-Trick. Jetzt gibt es riesen viele Tricks. Ja? Und da sind jetzt Leute mit Kompetenz unterwegs, die wissen, wie man diese Infos aus diesen Systemen rauslutscht. Und da kannst du richtig Schotter mitmachen. Ja, ich will das hier ein bisschen schneller machen, weil das ich kann einfach fragen, was hier falsch, ja, dann sagt er, ja, ist ein Fuß gebrochen, ein bisschen genauer sogar, ja. Also ja, die Ärzte sehen das nicht gern, glaube ich schon alles, ja. Naja, Sie können auch solche Grafiken dort eingeben, ja, und das kann das System mit den Pfeilen auch in sinnvoller Weise interpretieren. Da hat man viele Grafiken als Trainingsdaten benutzt. Soll nur sozusagen sein, dass diese Sachen beschrieben werden können. Altenheim, da sind plötzlich irgendwelche Tellerchen, die müssen weg. Habe ich lange darauf gewartet, das jetzt hier zu benutzen. Da sind jetzt Tellerchen, ja, die müssen weggenommen werden, ja. Das könnte das System natürlich tun. Und das ist vielleicht jetzt überraschend, dass das so ein Tellerchen hier ist. Aber sehen Sie, das ist kein Ding, ja. Das können wir heute bauen, da bin ich ganz sicher. Wir sind dicht davor und Sie spüren das jetzt mit mir zusammen. Vielen Dank, dass Sie mitgearbeitet haben. Ernsthaft wieder. Wir sehen, dass diese Idee, Text oder jetzt vielleicht sogar etwas allgemeiner, medienbasiertes Handeln zu realisieren, gar nicht dumm ist. Was muss man jetzt in den Agenten reinprogrammieren? Der soll sich bitte Prompts, also diese Texte, die an das System geschickt werden, irgendwie schlau zusammensetzen. Ja, dann kommt die Ausgabe zurück und man muss sie auseinandernehmen. Und, aber wie gesagt, man kann sagen, gib mir das als Datenstruktur zurück und dann musst du da echt nichts machen. Ja, das ist nicht schwierig, ja. Und naja, und Sie sehen, da muss ich natürlich jetzt genau wie beim Schachspielen sehen, dass ich die komplexe Aufgabenbeschreibung durch vieles Hinsenden so zerlege, dass das auf die Kompetenzen des Roboters passt, indem dieses kleine Programmchen hier läuft. Ja, der kann zum Beispiel Dinge greifen und mitnehmen. Nicht? Und dann... Meine Aufgabenbeschreibung war, die Leute ein bisschen zu unterhalten. Das habe ich jetzt hingekriegt. Ja, das ist, glaube ich, intellektuell nicht so einfach GPT-fähig. Aber Sie können das mal ausprobieren. Ja. Das ist ein neues Wort übrigens, GPT-fähig. Das werden Sie noch häufiger hören. Also, glaube ich. Oder man muss eben erkennen, dass man diese Fähigkeiten nicht macht. Und dann muss das System eben die Pflegedienstleitung rufen. Und dann kann das System natürlich nicht einfach sagen, mach du das. Weil die Pflegedienstleitung muss entsprechend informiert werden, was dieser Roboter jetzt gerade selber nicht hinkriegt. Da muss er also wieder Kommunikationshandlungen ausrechnen. Und Sie sehen, das ist super cool. Ja. KI ist, das ist super cool. Ich bin seit ungefähr 70 Jahren, schon einige Jahre begeistert. Ja. Tatsächlich, wenn Sie meine Diss wirklich durchlesen, habe ich mich 1991 bis 96 damit beschäftigt,
diese Interaktionsmedien für die Menschen automatisch zu erzeugen, aufgrund einer Beschreibung dessen, was diese Interaktionsmedien tun sollen für die Anwendung. Ja, der Code wurde dann automatisch generiert. Das macht heute natürlich alles ChatGPT und Sie können sicher sein, keine Sau hat meine Disk gelesen. Aber ein paar der Ideen hatte ich schon, ziemlich vor 30 Jahren. Ernsthaft wieder, das Generieren von gewissen Dingen, die der Mensch dann aufnehmen soll, das kann natürlich auch Bilder beinhalten. Denn wenn Sie in Kontexten arbeiten, wo jetzt noch nicht das YouTube-Video dafür da ist, um diesen scheiß Handschuhfachkasten da rauszunehmen und sich da runter zu frickeln, um diesen Gebläsemotor da unter dem Cockpit rauszuwackeln, ja, dann ist das ja nicht so einfach. Aber Sie sehen die neue Technologie, DALL-E 3 ist auch raus und da kann man auch Bilder automatisch generieren lassen für gewisse Zwecke. Das Einzige, was unser kleiner Roboter machen muss, um eine Kommunikationshandlung auszurechnen, ist irgendeinen Text zu generieren. Und wenn man das richtig cool macht, dann kann der Instruktionen bildlich illustrieren. Ja, das ist schon cool. Ja. Also KI ist schon echt ein tolles Fach. Ja, und jetzt komme ich auf AutoGPT. Das ist eigentlich eine Softwareentwicklungsumgebung, wo alle meine Teile da sind, die ich Ihnen eben erklärt habe. Ja, wenn Sie jetzt die Webseiten von AutoGPT angucken, dann lesen Sie das vorm Frühstück. Weil natürlich hat das System irgendwie Informationen über seine Umgebung. Wir haben hier die Generierungsstrategien, ja, LLM Generation Method, wie erzeuge ich die Prompts und dann gibt es irgendwie ein bisschen Speicher, dann gibt es diese Planungssysteme, wie mache ich das und welche Aktionen sind da möglich. Kann ich relativ kurz halten, Sie sind jetzt ExpertInnen, ja, und dann kann man das so aufbauen, ja, dann baut man seinen Agenten auf mit dem Auto-GPT-Ding und es ist immer die Idee, automatisch Texte zusammenzusetzen und Aufgaben zu zerlegen, sodass dann in dieser Planungsphase von meinem Bild das ablaufen kann. Und ja, und dann kann man das natürlich alles noch mit Softwareentwicklungsunterstützung anbieten, nämlich dass man da dann seine Zerlegungen auch testen kann. Ah, Mist. Mist. Ach, das ist ja blöd. Das ist ja Software, die wir bauen wollen. Und die müssen wir auch noch testen. Haben Sie denn gedacht, wenn Sie dann Prompt erzeugen, das funktioniert out of the box? Ja, also könnte. Aber also dafür gibt es diese Testumgebung von AutoGPT. Also da können Sie dann Ihre Zerlegungen angucken. Ja, was muss man alles machen, um irgendwas hier zu realisieren? Das ist aus den Webseiten, habe ich das übernommen. Und dann können Sie tatsächlich laufen lassen, wie gut diese Aktionen verarbeitet werden, dann so Software Engineering mäßig, bieten die dann diese Agentenentwicklungsumgebung an, dass du das auch hinkriegst nachher mit deiner Aufgabenzerlegung, dass du die durchchecken kannst, funktioniert das noch und so weiter. Sie sehen das alle, das brauche ich natürlich. Und dann muss automatisch geguckt werden, welche der Aufgaben könnten durchgeführt werden und welche nicht. Aber bitte bedenken Sie, das System kann auch automatisch Code generieren, den es dann sogar ausführen könnte. Das ist ja nicht ganz ohne. Ja? Können wir diese Systeme überhaupt noch kontrollieren? Jetzt werden wir doch ein bisschen nachdenklich alle. Ja? Erstmal war es richtig cool, aber das ist schon, glaube ich, ein Moment des Nachdenkens auch wert. Ja, es gibt diese Entwicklungsumgebung, wo ich das checken kann. AutoGPT, also wenn Sie da Linux-Freund sind, dann gehen Sie da auf. Ja, kannst du da irgendwas eingeben auf diesen Prompt und dann Python-Code und Editor und also sowas kann ich überhaupt nicht. Aber es gibt Leute, die finden sich da zurecht. Aber das wird die Entwicklung deutlich beschleunigen von Systemen, die mit der Idee entwickelt werden, die ich Ihnen skizziert habe. Und dann kann man das, was man da entwickelt hat, irgendwo anbieten. Hier ist so ein bisschen die Nomenklatur von AutoGPT, damit Sie das, wenn Sie das lesen, wiedererkennen. Also ich habe hier irgendwas gebaut, das kann ein bisschen was. Das kann natürlich irgendwo angeboten werden. Und wenn dann eine neue Aufgabe gelöst werden muss, dann
weiß ich zum Beispiel nicht, wie ich die Technik bedienen soll. Ja? Und dann hole ich mir einen Experten doch dazu, weil ich habe die Erfahrung gemacht, sie können das. Ja? Das ist also sozusagen wieder unser Mechanismus. Mehrere Agenten können das dann zusammenlösen. Da haben wir das wieder. Ja? Jetzt sehen Sie, wie es alles zusammenpasst. Und das ist jetzt genau diese Idee, dass wir jetzt tatsächlich relativ flexible Dinge realisieren können, die auch in der realen Welt nicht gleich abkacken, weil dann eben irgendwas ist, was der Entwickler nicht bedacht hat, sondern schon da agieren können. Aber die müssen sich dann irgendwie zusammentun mit anderen, die was Komplementäres können. Das wird da mit diesen Systemen unterstützt. Jetzt haben Sie die Idee, ja, das ist ja wichtig. Also dieser Python-Code und das ganze Gesumse, das machen Sie als Masterstudierender. Ja, oder als jemand, der in der Firma arbeitet. Aber für uns ist ja erstmal wichtig, was tickt da in den Köpfen der Leute? Und das ist schon cool, das ist schon interessant, glaube ich. Wenn es dann an die Feinheiten geht mit dem ganzen Compiler-Zeug und so weiter, dann kann das natürlich schon mühevolle Arbeit immer noch sein. Aber also man muss schon Ahnung haben. Also es ist nicht so, dass das alles nur Knopfdrücken ist. Das möchte ich sagen. Also die Leute, die das bedienen können, die werden mal richtig viel Geld verdienen. Also ja, den kann man auch eindeutig machen, nur mal so angedeutet. Ja, habe ich was übersprungen? Ach so, dieser Leaderboard, da stehen die alle drauf und dann kann man die fragen, kannst du das und so weiter. Das ist tatsächlich die Beispiele, die sie da geben, sind schon, machen uns schon ein bisschen bescheiden. Es ist also nicht so, dass sie dort Beispiele finden, wie kümmere dich um Frau Müller. Das können Sie auch nicht erwarten, weil da bräuchte man ja so einen Pepper-Roboter. Also sind kleinere Beispiele. Aber ich denke, Sie haben die Idee verfolgt. Und man muss da tatsächlich relativ viel programmieren. Und man muss da doch so ein bisschen Python-Programmierkenntnisse haben. Das deute ich hier nur an, dass es ein Bild ist, ist schrecklich. Ne? Ja, also für mich. Also ich kann, ich weiß nicht meins. Aber es gibt Leute, die haben Spaß dran und die können das auch. Und dann haben sie verschiedene Aufgaben, ja. Die müssen dann eine Zeit lang vielleicht laufen und dann können sie das alles in ihrer Entwicklungsumgebung bauen. Und hier ist genau wieder der Punkt, ein bisschen von der Intelligenz, die sie in diese Systeme hineingeben als EntwicklerIn, steckt in den Algorithmen, diese Prompts zu generieren. Wenn du das schlau machst, kriegst du halt coole Ergebnisse, die du gleich benutzen kannst. Ja, wenn du das irgendwie nicht weißt, wie du da machen musst, dann hast es schwieriger, dann kann der Agent weniger. Und da sehen Sie mal, so ein bisschen rütteln wir an diesem absoluten Paradigma, dass KI gleich Machine Learning ist. Ja, Sie können jetzt sagen, du kannst ja lernen, wie du Prompts generieren solltest. Könnte man, ja. Also immer noch ein Lernturm obendrauf. Ja, muss nur genügend Trainingsdaten haben, die du natürlich wieder nicht hast. Sie sehen jetzt aus der technischen Perspektive, muss ich jetzt schlaue Algorithmen haben und wissen, wie kann ich das, was ich aus den Maschinen rausholen will, triggern. Das ist jetzt sozusagen das Entwickler-Know-how. Damit kann man richtig viel Geld verdienen demnächst. Das ahnen Sie schon. Ich will das so. Was man dann bekommt von AutoGPT, ist eine Entwicklungsumgebung. Ich habe es angedeutet. Da haben Sie Templates, wo man dann nur Dinge einfüllen muss. Lückentexte, ganz einfach gedacht. Und da setzt du das ein. Und was wichtig ist, steht da schon drin. Das macht's Generieren von Prompts natürlich auch für normalsterbliche Programmierer möglich. Also wenn du da so A, Beispiele und B, die richtigen Lückentexte hast, wo du deine Anwendungssachen nur reinfütterst. Das ist der Gewinn, den man erhält hier, durch AutoGPT zum Beispiel. Ich denke, jetzt sehen Sie ungefähr, was diese Systeme können und sollen. Wenn man sie nicht hat, dann hast du eigentlich keine Chance als Entwickler, weil du zu viel selber programmieren musst. Ja, die neuen Startups werden Leute einstellen, die dann diese Systeme bedienen können. Das denke ich, bin ich ganz sicher. Die Sprache müssen Sie natürlich nicht verstehen, aber Sie sehen hier, werden die Lücken eingefüllt. Und so weiter. Komplizierte Syntax, lernt man alles. Gut. Und dann kommt der Output zurück und der muss natürlich jetzt verarbeitet werden. Also Cook Tomato Soup, brauchst du folgende Objekte und dann hast du folgende Schritte. Nicht? Und ja, das
wird durch diese Umgebung jetzt erleichtert, dass man diese Zerlegungen auch jetzt sozusagen wieder in Daten umwandeln kann und damit dann weiterzurechnen. Ich denke, Sie haben es gesehen, was AutoGPT für eine Idee hat. Du musst mein Bild vor Augen haben mit dem Pepper und dem Robot und dann siehst du, wo genau die Dienste greifen, nämlich bei diesen, wie kann ich Aufgabenbeschreibungen zerlegen und dass ich eine Zerlegung suche, sodass meine Abilities als Agent die Sache dann letztendlich lösen, mehr oder weniger. Ja? Ich denke, das wollte ich vermitteln. Das ist natürlich tatsächlich sprachlich so einfach nicht. Ja, da gibt's optionale Dinge. Man kann das ein bisschen süßer machen. Also das, was das AutoGPT da bietet, die Sache da auch wieder rauszuziehen, das ist nicht so easy. Da gibt's Leute, die haben schon mal Sprachgenerierung untersucht. Die geben das in einen Parser rein, der Benedict. Ja, Stanford Natural Language Parser. Und dann kommt da raus Verb und Nomen und Nominalphrase und so weiter. Ja, solche Hilfen sind da jetzt eingebaut. Naja, das sind jetzt die Fähigkeiten, also die Basisaktionen, die muss man dem System natürlich auch irgendwie mitgeben. Wir sind ziemlich durch. Laufen Sie nicht weg. Naja, viel Programmiererei, ja, ist schon heftig. Da gibt es dieses etwas abstraktere System, AgentGPT. Das gestattet es jetzt, einen Agenten im Browser zu entwickeln. URL aufrufen, Google-Account einloggen. Und dann kann man sagen, entwickle mir ein Curriculum für Artificial Intelligence und Philosophy. Und dann sagt es einem, was man dazu braucht. Also dieses AutoGPT ist eigentlich ein bisschen abstrakter als dieses Barebone. AgentGPT ist etwas abstrakter als das Barebone AutoGPT. Und dann sagt es einem, ja, da habe ich folgende Taskzerlegung gefunden aus dem Web. Ja, research and gather relevant resources, textbooks, bladibla. Und dann identify the key topics of your curriculum, design the structure, bladibladiblumdiblum und hat die Aufgabe zerlegt. Und dann kann man sagen, ja, das hast du aber falsch verstanden, da doch noch was anderes. Und dann kann man sich das so hinchinschen. Das ist echt cool, sollen Sie mal machen. Und das ist jetzt ein Level abstrakter als das, was wir vorher gesehen haben, wo viel Programmierung war. Aber die Idee ist eigentlich die gleiche, dass wir solche Agenten bauen können, die in der realen Welt agieren sollen und Aufgabenbeschreibungen kriegen, die nicht alle im kleinen, engen Kontext sind und diese Sprachmodelle nutzen, um sich dann die kleineren Teile sozusagen auszurechnen aus den Ausgaben. Das ist die zentrale Idee von allen diesen Systemen. Das wollte ich Ihnen vermitteln. Und alle diese Sachen sind natürlich auch in sehr langen Technical Reports alle sauber aufgeschrieben. Ich habe das für Sie sozusagen unheimlich zusammengedrückt, dass die zentralen Ideen, nutze GPT, um dein Planungssystem weniger zerbrechlich zu machen, gut rauskommen. Habe ich noch was für Sie? Ach so, ja. Von diesen Systemen gibt es ganz viele. Nicht nur AgentGPT und AutoGPT. Sie ahnen es nicht. Ja? Was da in ganz kurzer Zeit hochgeploppt ist. Ja? Es ist kein einziges von uns Deutschen entwickelt. Glauben Sie mir. Ja? Wir verschlafen diese Technologie. Das rauscht an uns gnadenlos vorbei. Und ja, das ist natürlich nicht alles, es geht locker so weiter. Also, das wollte ich nur mal so verdeutlichen. Also diese Agenten, die da sozusagen sich der Sprachtechnologie, die Sprachtechnologie nutzbar machen, da gibt es ganz viele mittlerweile. Und da wird demnächst auch Geld mit verdient. Wenn ich das auf dem Server tue, tue ich noch die URLs da rein, wo ich die Bilder hier habe dann. Komme ich wieder zurück. Unser Agent, den haben wir jetzt eigentlich gut verstanden. Und wir können ihn durchaus weniger zerbrechlich machen, indem wir diese Webressourcen nutzen. Das ist natürlich so, wenn wir uns jetzt nochmal doch am Ende nochmal zurücklehnen, sind wir hier der Zauberlehrling, der sich jetzt den Assistenten wünscht aus dem Disney-Film, kennen Sie vermutlich.
Die Geister, die ich rief, warte ich nicht mehr los, stand, glaube ich, schon mal in der deutschen Literatur irgendwo. Ja, haben sie alle gelesen natürlich. Und wenn nicht, dann lassen Sie sich das von GPT zusammenfassen, dann geht das schneller. Ja, ja, gut. Was passiert, wenn sich diese Language Model Software ändert? Dann wird unser Agent plötzlich was anderes tun. Ups. Das kennen Sie von Zoom und WebEx. Sie haben lange nicht mehr benutzt und dann starten Sie und dann sind da neue Knöpfe und dann wissen Sie gar nicht mehr, wie Sie die Oberfläche bedienen sollen. Ja, ich bin da so ein Experte. Der Sharing-Button ist dann irgendwo anders hingewandert und Sie sind völlig, völlig perplex. Aber damit musst du hier eigentlich auch rechnen. Ja? Sind diese Agenten dann noch sozusagen verstehbar oder so? Oder müssen die uns dann sagen, ja, ich habe jetzt aber hier eine andere Lösung gefunden um diesen Plan. Vorher habe ich das gemacht, ja, und jetzt mache ich aber das. Und Sie sehen, das muss schon kommen, sonst kannst du das nicht gebrauchen. Ernsthaft wieder? Also, wir können uns natürlich auch fragen, ob wir sowas, so ein formales Modell, wie ich es am Anfang eingeführt habe, aus einem Language Model nicht erzeugen können. Ich muss ja nur das Richtige fragen. Welche Fehler erzeugt welchen anderen Fehler? Ja, die Idee hatten wir schon, in MCA schon diskutiert. Das einzige Problem ist, dass schon in dem Projekt die beteiligten Ärzte gesagt haben, ja, euer Fehlermodell, mit dem dieser Fehler beeinflusst den Fehler und dann hast du die Variablen und dann ist die Funktion gestört, nur so grob skizziert. Da haben sie uns gleich gesagt, ja, nein. Ja? So denken wir Mediziner nicht. Ja, wir können eure Ideen annehmen und das so modellieren, aber es war ein Kampf. Ja? Doch. Die haben das nicht böse gemeint, die waren sehr ehrlich. Das ist eine Ebene des Nachdenkens, die im alltäglichen Agieren für die Leute an der Front ja, nicht nötig ist. Und das, wenn es dann so ist, und das müssen wir Menschen uns jetzt und Entwickler uns jetzt auch klar machen, und das ist jetzt wirklich der ernste Teil hier, dann können wir natürlich davon ausgehen, dass das auch sich im Text nicht niederschlägt. Ein Fehler und er hat eine Folge und weil das wird so niemand aufschreiben, weil das ist nicht im, das ist sozusagen tacit knowledge, wie sagt man, also Skills oder wie nennt man das auf Deutsch? Dietrich, du weißt doch bestimmt ein Wort dafür. Ja, aber ja, also eingebrannt, ohne dass du da das einfach verbalisieren kannst. Ich glaube, damit habe ich es gut umschrieben. Ne? Und dann kann man also auch nicht erwarten, dass sie das aufschreiben. Das ist also für uns ganz wichtig zu verstehen. Ja, diese sprachbasierte Sache ist eine coole Idee. Aber wir können nicht erwarten, dass das ein Allheilmittel ist, weil wenn wir da sozusagen Verbalisierungen brauchen für das Agieren, ja, die Menschen so nicht haben, dann wird es auch nirgendwo herkommen. Das muss man einfach mal klar resümieren. Cool, ja, aber es sind natürlich auch Grenzen da. Da darf man jetzt nicht irgendwie blöd durch die Gegend laufen. Und ja, tatsächlich, ich hatte ja von meiner DIS gesprochen. Als ich das System entwickelt habe, da gab es dann solche Schlussfolgerungssysteme, logische. Und die Algorithmen, die waren unvollständig. Das heißt, nicht alle Schlüsse kamen da raus. Dietrich kann davon ein Lied singen. Das ist also irgendwie, sag mal, ja, ist ja nicht so schlimm, dann kriege ich ja nicht alles raus. Logische Schlüsse. Das einzige Problem war, jedes Mal, wenn dann eine neue Version rausgebracht wurde, dann kamen andere Dinge gerade nicht raus. Und mein System hat jedes Mal was anderes getan. Unvollständige Verfahren haben so diese Tücke, mal ist der Teil nicht rausgekommen, mal ist der Teil nicht rausgekommen. Und das war gar nicht zu benutzen. Sehen Sie, was ich meine? Ja? Das kann natürlich hier genauso passieren. Ja, wenn GPT-5 rauskommt, dann kann da irgendwas anderes passieren, sodass die Aufgabenbeschreibung nicht mehr zu den Basisfähigkeiten des Agenten passt. Also so, die Idee ist cool, aber wir alle sind sozusagen erfahren genug, auch ein bisschen nachzudenken. Ja, möchte ich schon am Ende meines Vortrags schon auch sagen. Und naja, ob diese Systeme, die wir dann so bauen, wirklich vertrauenswürdig sind, das wird die Zeit zeigen. Ich denke, das ist nicht so ganz offensichtlich, trotz der coolen Idee. Und die Frage ist eigentlich so ein bisschen dieses alte Bild, wo man sagt, Technologie, ja, wird am Anfang
weil wir Menschen das linear in der Leistungsfähigkeit einschätzen, überschätzt und, naja, irgendwie unterschätzt später. Also wenn wir hier wären, dann würden wir davon ausgehen, dass, wenn wir das linear schätzen, die Technologie hinterher viel mehr kann. So ganz sicher bin ich mir gar nicht, wo wir denn stehen heutzutage. Was meinen Sie denn? Stehen wir hier, wo wir die Technologie überschätzen, oder stehen wir dort, wo wir das, was die Technologie kann, unterschätzen? Und ich glaube, mit meinem Vortrag wollte ich so ein bisschen diese Unterschätzung ein bisschen kleiner machen, aber so ein bisschen Zweifel bleibt, ob das wirklich durch weitere GPT-Versionen oder ähnliche Systeme, was wir da so an Gefahr sehen, wirklich ausgeräumt werden kann. Und das ist immer ganz wichtig. Begeisterte Technologie, aber auch ein bisschen selber denken, ein bisschen einschätzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mit diesem Wort möchte ich meinen Vortrag beenden. Ich freue mich, dass Sie da waren. Wenn Sie noch Kraft haben, gerne Fragen noch. Okay, danke für den Vortrag, Ralf. Jetzt hast du eine Sache unter den Tisch geworfen, die du am Anfang uns als wichtig erklärt hast. Da hast du mich MDPs vorgestellt und gesagt, die Unsicherheit, die ist ja total wichtig. Und da können wir auch viel mehr machen. Jetzt hat man bei ChatGPT, wenn wir anfragen, einmal eingegeben, eine Antwort. Okay, jetzt könnte ich natürlich sagen, mach dasselbe nochmal. Ich gebe mir nochmal einen anderen User-Account. Dann kriege ich eine andere Antwort. Aber dann kriege ich trotzdem keine Unsicherheit raus, weil ich ja nicht einfach die Sam, die ist ja mal so gesagt, auf die einzelnen Handlungen runtergebrochene Unsicherheit oder Wahrscheinlichkeitsverteilung und nicht einfach nur Samples aus, was GPT insgesamt macht. Ja, also kriegst du auch die Unsicherheit mit raus, die du eigentlich haben willst. Ja, guter Punkt. Ich habe da sozusagen gar keine richtig gute Antwort drauf, weil ich habe natürlich die Unsicherheit immer mit probabilistischen Formalismen modelliert. Ich habe das alles im Kopf klar. Aber meine Formalismen sind halt zerbrechlich. Die sind super cool für die eine spezielle Anwendung, wo ich alles sauber austariert habe. Ja. Haben super coole Paper, also können Sie auch mal lesen. Also ja, ich kriege da auch kein Geld für, aber trotzdem super coole Paper von meinen Leuten. Also alles Paletti, aber natürlich momentan in dem Zustand, dass wir nur sehr, sehr kontrollierte Anwendungen damit behandeln können. Und das Thema, hast du gut raussetziert, jetzt zu übertragen auf das, was wir an Ausgaben aus diesen Systemen rausrechnen können, das ist noch ungelöst. Da stand zwar optional, kannst du da Zucker reintun oder was stand da? Oder du musst ungefähr 5 Minuten kochen, was immer das dann heißen soll. Ja, das ist eher so, ja, große Zwiebeln nehmen, ja, das ist ja fuzzy, ne? Also so groß ist so üblich fuzzy. Also Unsicherheit ist eher noch was anderes. Alles nicht gelöst. Die Informatik hat das klar, die hat probabilistische Formalismen, fuzzy Formalismen, ne? Und alles im Prinzip mathematisch super klar. Aus der Philosophie, die ontologischen Annahmen, die epistemologischen Annahmen, das haben wir alles klar, lernen wir auch in den Vorlesungen. Und das wieder in Zusammenhang zu bringen mit den Ideen, aus was ich heute skizziert habe, das habe ich noch nicht durchdacht. Aber es ist ein guter Punkt, Dietrich. Ja. Das wird in den Texten, wenn es dann in den Systemen repräsentiert ist, ja irgendwie stehen. Aber ich bin sicher, da hat AutoGPT noch keine Software, um das in Probabilities umzuwandeln, wenn wir es wieder formal benutzen wollen. Ja. Ja. Tatsächlich, als ich angefangen bin mit meiner Diss, das war irgendwie 91, hatte ich mein Diplom bekommen. Wissen noch, was ein Diplom ist? Einige sicher, aber einige schon nicht mehr. Ja, ja, schon ein paar Tage her. Da gab es die erste KI-Welle. Ja, also da war alles High Technology. Ja, ganz sicher. Und das war der Big Hype, war Fuzzy Logik. Ja. Da war KI im Kühlschrank, weil da irgendwie die Temperatur mit Fuzzy-Logik da geregelt wurde oder so. Keine Ahnung. Also Fuzzy-Logik war es damals. Was heute GPT ist, war damals Fuzzy-Logik. Ja, ja, müssen wir schon. Also das Fuzzy-Zeug hat sich nicht lange gehalten, weil es auch nicht besonders leistungsfähig war. Diese
sage ich mal, PR-Maschine der amerikanischen Firmen wird diese Technologie schon noch die nächsten Jahrzehnte befeuern, weil da jetzt Aktien drin sind. Und also das wird weiter angefeuert. Aber Sie haben ja gesehen, wir Deutschen sind da überall dabei. Haben Sie alle gesehen, die bekannten Namen da. Und ich bin da ja auch nicht dabei. Ja, dumm. Tja. Ja, man muss einfach klar sagen, auch in Europa, die mathematische Formalismen können wir. Aber die Menschen begeistern, in der KI Systeme zu entwickeln, die kannst du nicht mit Formalismen machen. Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Fuzzy-Logik ist auch scheiße schwierig. Ja, Differentialgleichungen, damit kannst du jeden wegraulen. Ja. Und da sind wir aber gut drin. Aber wenn du dir mal überlegst, alle, dass wir jetzt junge Leute begeistern sollen, sich da was auszudenken. Die können Python programmieren, die können da diese Texte rausziehen, die werden da einen Agenten aufbauen. Da haben die Spaß dran, sehen Sie, was ich meine. Ja? Wenn du als junger Leut erstmal noch einen Formalismus lernen willst, musst du irgendwie 6-7 Semester studieren, ja, um die Kompetenz zu haben. Da ist nicht unbedingt klar, dass man da die Leute mit begeistern kann. Sie sind nicht meiner Meinung. Klar, es gibt immer Leute, die sehen auch, dass man das gut lernen kann. Aber die Masse wird diese Formalismen, auf die wir in Europa gesetzt haben, nicht lernen. Da können Sie sicher sein. Die brauchen kreative Sachen. Texte verarbeiten, irgendwas einsetzen. Da haben sie so viel Kraft in den jungen Leuten, dass sie was zusammenbauen in Hackathons, ja, dass die dann irgendwas tun. Das macht, glaube ich, der Masse viel mehr Spaß, als mathematische Formalismen zu studieren. Ich befürchte, dass es so ist. Ja, wenn Sie anderer Meinung sind, melden Sie sich ruhig. Das war übrigens früher genauso. 91 hatte die KI viel mehr mit Programmierung zu tun. Damals war es objektorientierte Programmierung und diese Libraries, wo man sich da einhängen konnte in diese Maschinen, das haben wir alle studiert. Da kriegte man mit sehr wenig Aufwand richtig coole Funktionalität hin, so mit Fenster und Bling-Blang und kennen Sie alles, mit Icons und schwuppdiwupp die Dinger weg und also, ne? Klicki-bunti. Das ist irgendwann verschwunden, aber hier, Da gibt's Hackathons, wo die Leute das benutzen und was aufbauen. Der Kollege Eisenbart da oben, der hat sich gar nicht gemeldet. Der wird jetzt bestimmt denken, der Thomas, ist denn das überhaupt sicher? Im Englischen safe oder secure? Safe eher hier, ne, Thomas? Ja. Also das ich habe es ja am Ende angedeutet, sind diese Systeme überhaupt vertrauenswürdig oder so. Aber ich denke, das muss die Zeit zeigen. Aber die Kreativität der Menschen, da mit dieser Idee was aufzubauen, ich glaube, die ist groß. Da kann man was experimentieren, Ideen verwirklichen. Vielleicht habe ich sie ein bisschen angesteckt, einige vielleicht. Der Sprechstock. Ich das nicht haben. Also Trustworthiness ist allerdings auch wieder so ein gefährlicher Begriff, wie Intelligenz da eigentlich zum Vergleichen dann kommt, weil wer definiert denn die Erwartungshaltung? Ja, wenn ich immer nur mit Autos gefahren bin, die nach 5 Kilometern kaputt gegangen sind, dann ist meine Erwartungshaltung toll und trustworthy ist ein Auto, was 6 Kilometer hält. Ja, da können wir natürlich auch eben die Spirale nach unten fahren und sagen, Mensch, die KI, die keinen umgebracht hat den Tag, das ist aber eine sehr gute KI. Ja, also ja, nur auch aufpassen, absolute oder? Wertmaßstäbe weiß ich auch nicht, aber boah, ganz gehe ich nicht mit, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Möchtest du das mit der Klasse teilen? Ja, genau, außer man arbeitet fürs amerikanische Verteidigungsministerium, dann will man die KI die Leute umbringt jeden Tag, aber ja, das ist, glaube ich, auch eine Sache des Standpunkts. Ja. Naja, ich denke, wir haben das gut diskutiert. Kommen Sie gut heim.